Willkommen zurück. Im Oktober veröffentlichte die Europäische Kommission die Bewertung zu den nationalen Energie- und Klimaplänen. Frankreich konnte dabei relativ gut abschneiden und beispielsweise das Ziel zur Treibhausgasreduktion um 14% bis 2020 einhalten. Laut der Kommission sollte das Land jedoch in Maßnahmen investieren, die zu einer besseren Energieeffizienz von Gebäuden beitragen. Die energieeffiziente Sanierung von Gebäuden steht schon länger auf der französischen Agenda und hat besonders in den letzten Jahren viel Bedeutung im nationalen Klimaschutzprogramm erhalten. Bis 2050 möchte das Land sogar Klimaneutralität in ihrem Gebäudebestand erreichen. In Frankreich ist der Gebäudesektor für etwa ein Viertel der Treibhausgasemissionen und für rund 29% des gesamten Energieverbrauchs verantwortlich. Das macht deutlich, dass hier ein großes Potenzial an Energieeinsparungen besteht. Gleichzeitig ist ein sehr großer Teil des französischen Gebäudebestandes noch nicht energetisiert. Die vielen denkmalgeschützten Häuserfassaden stellen für eine energieeffiziente Sanierung eine Herausforderung dar. Zudem sind etwa 31% der Gebäude in Frankreich vor 1949 gebaut worden. Insgesamt gibt es im Land rund 33,5 Millionen Wohneinheiten. Wie dieser Gebäudebestand in Zukunft energieeffizienter bzw. sogar klimaneutral werden soll, regeln die gesetzlich verankerten Zielvorgaben des Landes. Bis 2025 sollen in Frankreich nämlich alle privaten Wohngebäude mit einem jährlichen Primärenergieverbrauch von über 330 Kilowattstunden pro Quadratmeter saniert werden. Um Energiearmut zu reduzieren, sollen bis 2025 außerdem jährlich 250.000 Wohneinheiten einkommensschwacher Haushalte saniert werden. Um diese Ziele zu erreichen, setzt Frankreich bei der Gebäudesanierung auf ein starkes Anreizsystem. Während in Deutschland beispielsweise auf private und freiwillige Investitionen zur Gebäudeenergieeffizienz gesetzt wird, werden Maßnahmen in Frankreich steuerlich gefördert. Für energetische Sanierungsarbeiten und den Einbau von effizienten Heizungs- und Warmwasseranlagen gilt zum Beispiel ein ermäßigter Mehrwertsteuersatz. Kleine und mittelständische Unternehmen können eine Steuergutschrift von bis zu 25.000 Euro für eine Sanierung erhalten. Neben zinsfreien Sanierungsdarlehen gelten auch Energiesparzertifikate als weiterer Anreiz. Energielieferanten müssen damit aktiv Energieeffizienzmaßnahmen finanziell fördern. Die Zuschüsse werden abhängig vom Einkommen gewährt und richten sich vor allem an einkommensschwache Haushalte. Diese einkommensabhängige Bezuschussung liegt auch kulturell begründet. Den Menschen in Frankreich ist die soziale Gerechtigkeit besonders wichtig. Klimaschutzmaßnahmen und deren finanzielle Anreize sollten Verbraucher deshalb auch proportional betreffen. Ob die französischen Maßnahmen zur Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz tatsächlich bis zur Klimaneutralität 2050 reichen, wird sich zeigen. Den Ansatz, Sanierungsmaßnahmen jedoch teilweise gesetzlich zu verpflichten bzw. wirtschaftliche Anreize für diese zu schaffen, könnte sich durchaus als effektiv erweisen. Vielen Dank fürs Zusehen und à bientôt!